Ja, Roger, gell? Sonntagmorgen, mitten im Betrieb, hier eben in dem Geschäft rein, auf der Fort, also Sportwächter. Und du bist ja nicht das erste Mal hier oben, oder? Nein, wir sind eigentlich grundsätzlich seit dem 64 sind wir hier oben. Und seit dem 2000 bin ich eigentlich, habe ich das Geschäft übernommen von den Eltern. Also auch schon der 19. Winter, wo ich oben bin, selbstständig. Das ist der Vater, der Schüler, der dann quasi den Kiosk damals fast in eigenen Engagement aufgebaut hat. Jawohl, der Vater hat dann im 364 hat den Laden gebaut, im Auftrag von der Bahn. Und hat damals noch so einen Filialbetrieb gehabt, wenn die Leute Probleme hatten. Früher hat man halt noch Holzscheine gehabt, wo Spitzen gebrochen sind, wo man halt repariert hat, dass die Leute können weiter Skifahren, wo man so Metallspitzen vorne dran gezogen hat und festgemacht hat. Mit dem hat er eigentlich da oben noch angefangen als Filialbetrieb. Mama Tannerö ist immer dabei, ja? Mama ist auch, vor allem am Wochenende ist immer dabei gewesen. Sonst unter der Woche ist meistens im Tal unter im Geschäft. Hat das geführt, bis der Vater dann nach 4 Uhr da oben unten auch geholfen ist. Und am Wochenende war er halt einfach auch da oben gewesen. Was sind so deine ersten Erinnerungen da oben? Ja, meine ersten Erinnerungen sind eben die Reparaturen von diesen Spitzen, wo sie hier noch ein Holz müssen absagen und die Spitze drauf tun oder an die alte Bahn, wo dann halt relativ gefährlich war, wo man halt halt angebunden worden ist am Skiständer, dass du man denn? In die Station, jawohl, dass man in die Station hineingegangen ist, weil es ist relativ gefährlich war und die Mitarbeiter von der Bahn haben natürlich auch nicht drauf dran oder Zeit gehabt, um auf uns zu schauen. Das sind also die ersten Erinnerungen, die ich hier hatte. Das ist ja eben ein Pizol, gell? Also bei dir hier. Ja, es ist eigentlich, ja, seit 50 Jahren bin ich hier oben und fühle mich eigentlich wohl und es gefällt mir. Und ja, halt ein Bergler mit Fleisch und Blut. Und natürlich ein volles Engagement, natürlich auch wirklich super für das Skigebiet Pizol. Also man kennt den Sportwachter, man weiss, wenn man Ruhe kommt, wenn man etwas hat mit dem Ski, mit dem Schlitten, mit einer Skibrille, mit allem Möglichen, dann kann man da herkommen. Ja, also wir probieren alles zu reparieren, möglichst schnell und ja, dass die Leute können wieder auf die Piste und den Tag geniessen. Manchmal ist es halt leider nicht möglich. Es gibt Sachen, die halt nicht mehr reparierbar sind. Aber dann schauen wir, dass die Leute halt, mit Alternativprodukten oder mit einem anderen Ski, mit anderen Stöcken oder irgendetwas, dass sie trotzdem den Tag können auf den Ski oder auf den Schlitten oder wo auch immer verbringen. Die Schlitten, die haben wir schon lange, gell? Aber nicht von Anfang an gehabt. Nein, die Schlitten haben wir rund gut 20 Jahre. Das war mal die Idee von meinem Vater mit dem Ortsgemeinspräsidenten damals, und dem Schorsch Grünenfelder von der LWP, dass man hier einen Schlittenweg macht. Und da hat man dann so Ende 90er Jahre realisiert. Und seitdem gibt es über den Schlittenweg natürlich wirklich ein Highlight, das ist wirklich super, gell? Da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt selten so etwas. Auch du hast verschiedene Schlitten, gell? Und wenn es dann mal ganz einen scharfen Schlitten mit guten Kufen muss sein, hast du etwas am Estrich oben an. Das ist so, wir haben also ganz speziell hier oben, aber wir haben einen sehr guten Holzrodel hier, der eigentlich sehr gut ankommt, sehr bequem ist, rückenschonend und wo die Leute eigentlich sehr loben. Und von dem her sind wir mit dem gut bedient, aber wir nehmen etwas Spezielles, weil haben wir die auch noch im Lager oben. Was hast denn du ursprünglich mal gelernt, dass du das alles kannst? Ich habe Sportartikelverkäufer gelernt, habe noch den Detailhandel gemacht und noch eine HFB, eine höhere Fachschule für den Handel. Und bin im Außendienst gewesen, 14 Jahre und dann bin ich zurückgekommen, heim und habe dann den Filialbetrieb von den Eltern 2000 übernommen. Aber schrecken Geissen weg, gell? Also eine grosse Goldgrube bist du natürlich hier oben nicht. Du machst ja noch andere Sachen. Ja, es sind halt, von dem allein kann ich natürlich nicht leben, das ist klar. Ich habe im Sommer eine Tätigkeit, die ich sehr gut kombinieren kann. Du baust für Parkour, oder? Bei Parkourbau, ja, im Ritsport. Und dann halt unter der Woche halt immer noch ein, zwei bis drei Tage hier oben, um halt Ski wieder instand zu stellen. Das Sortiment bereinigen, ausmisten und so weiter, dass wir auf den Dezember wieder, oder wenn die Saison startet, dass wir wieder parat sind, mit allem gut, dass man mit gutem Gewissen kann loslassen kann. Weißt du, für mich als Pensionist, als über 65-Jähriger, vielen bezogen sind mit den alten Bahnen, ich kann mich einfach immer erinnern, der Sportwachter, der ist für uns natürlich sehr, sehr oft rettig gewesen, wenn er mal etwas gefällt hat. Das ist schon Identifikation pur, oder? Das ist natürlich auch eine Win-Win-Situation, auch für Bahnen. Ich meine, wo wäre eine Bahn ohne den Service, der hier oben passiert? Ja, es ist sicher ein Dienstleistungsbetrieb, auch ein Stück weit für die Bahnen, muss man sagen, weil gerade wenn ich denke, wie für Snowboard, dass wir eigentlich sozusagen gratis oder nur für das Material, also wenn wir Schrauben brauchen oder etwas, verlangen wir eine Schraube, auch wenn wir 10 Minuten dran sind, um etwas zu flicken. Also Arbeit wird eigentlich nicht verrechnet, dass möglichst Dienstleistungs
gegenüber den Kunden am Berg, dass sie zufrieden sind und ihnen ja, ihre Tage geniessen können. Und wir ihnen nicht, Gott weiss Gott, was verlangen für die Sachen, die wir dort erledigen. Ist es härter geworden, das Geschäft? Also musst du mehr schaffen heute für das gleiche Geld als früher? Es ist so. Also, es wird eigentlich immer härter, weil mich dunkt es. Ich habe das Gefühl, die Leute kaufen wieder mehr Ski. Grundsätzlich, sie haben weniger Mieten. Grundsätzlich, ich muss einfach durch das mehr Flexibilität haben. Ich muss ein grösseres Sortiment haben, aber es ist relativ heikel. Wenn du schon im März musst du einkaufen, dass du nach einem Winter drauf das richtige Material und die richtigen Sachen vor Ort hast. Weißt du, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich bin hierher gekommen, einen Skitest bei dir, einen Schuss, einen Ski kaufen. Ja. Mir ist immer aufgefallen, du hast dann die richtige Brille, die richtige Sonnenbrille, sogar das Unterleibel hast du das Richtige. Ja. Aber das ist schon ein bisschen, wie gesagt, eine schwierige Sache. Du musst zu einem Zeitpunkt einkaufen und nicht weißt, was überhaupt läuft, oder? Ja, gut, man weiss, was im Winter drauf grundsätzlich in Mode kommt, von der Farbe her. Das ist, oder auch Brille, du weißt, was kommt. Grössenordnung. Aber es ist relativ heikel. Du hast natürlich auch immer wieder Sachen, die dann halt liegen bleiben. Und das musst du halt irgendwann reduzieren und probieren, den Leuten noch schmackhaft zu machen. Oder halt, wenn jemand eine Brille kaputt gemacht hat und er sucht eine günstige Brille, hast du dann halt die Möglichkeit, etwas reduziert zu bringen. Aber im Großen und Ganzen wird man eigentlich schon mit dem ganzen Sortiment auf dem neuesten Stand sein. Aber man muss im Grunde muss richtig angefressen sein. Wenn man ihn angefressen ist, oder dann, ganz ehrlich gesagt, dann sucht man sich einen anderen Job, nicht? Ja, ich denke, also wenn ich die Stunden rechne, wo ich hier oben bin, wenn ich die Stunden arbeiten würde, würde ich vermutlich einiges mehr verdienen. Von dem her, aber es ist halt einfach mein Leben am Berg. Ich fühle mich daheim hier. Es ist mein Berg und will eigentlich das Beste für meinen Berg erreichen. Und in der Zeit, wo wir hier geredet haben, ist immer ein bisschen links geschieden. Die natürlich auch. Es sind inzwischen gerade ein Haufen Leute reingekommen. Ja. Frau Zimmermann von der Bizolbahnenstadt noch. Also, du zählst die auch zu deinen Kunden, wenn sie mal etwas haben? Ja, ja also, ich hoffe ja, dass wir verschiedene Leute halt im Betrieb dürfen haben, begrüßen. Und für mich ist jeder Kunde, eben ein Kaugummi kauft oder ein Pilzchen für 10 Rappen, genau gleich viel wert wie einer, der ein Perlchen Ski kauft. Wird jeder Kunde richtig und fair und korrekt behandelt. Ein riesiges Engagement. Rost, wir können ewig reden, wir reden sicher wieder mal ein bisschen. Was ist so dein grösster Wunsch jetzt? Als Unternehmer, als Pizzoler mit Herzblut? Ja, schön wäre, wenn wir einmal mit der ganzen Bahn in einen dunkelschwarzen Bereich hineinkommen für die Investitionen. Es ist in den letzten Jahren so viel Positives gelaufen am Berg, sagt das für den Sommerbetrieb, sagt das Winterbetrieb. Wäre schön, wenn, wenn man mal in einen Bereich hineinkommt, dass man nicht ewig müsste zittern, haben wir die Finanzen zusammen, dass man einen guten Betrieb kann aufrechterhalten, die Renovationen, die Investitionen und alles, was da kommt, dass man die mit gutem Gewissen kann tätigen kann. Und das wäre mal schön, dass man nicht wie die letzten 7-8 Jahre immer zittern müsste, ob alles gut über die Runde geht. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass man hier oben unsere schöne Bergwelt, die wir haben, mit der grossen Aussicht auf die vier Länder, die man hier von uns sieht, dass man das geniessen kann und ohne Druck von den Finanzen. Dass wir das mal im Griff haben. Das wäre eigentlich so mein Wunsch.